Wenn ihr diese Geschichte hört, dann seid bitte aufmerksam, sehr aufmerksam. Ich erzähle euch die Geschichte von einer Irrenanstalt in Belgien. Ja, in einem Irrenhaus, aber ich versichere euch, dass ich nicht im geringsten verrückt bin. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass ich es nicht bin. Alles begann im letzten Jahr, irgendwann, als ich 19 geworden bin. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Norditalien. Ich habe mein ganzes Leben dort verbracht, bis ich eine Frau in meinem Leben gefunden hatte, die alles veränderte. Es war ein schöner, warmer und sonniger Tag. Ein solcher Tag war selten, denn die Sonne schien nicht oft in unserer Stadt. So selten, dass man gesegnet war, wenn es mehr als dreimal im Monat sonnig war. Sie hielt auch nicht sonderlich lange an. Es dauerte von einer Stunde bis zu maximal 4 Stunden, bis die Stadt wieder dunkel, neblig und kalt wurde. An diesem besonderen Tag beschloss ich, einen Spaziergang in den Wäldern zu machen, die ein paar Meilen von meinem Haus entfernt waren. Diese Wälder hatten einen schlechten Ruf. Menschen berichteten oft, dass es dort spuken würde, deshalb traute sich keiner dahin zu gehen. Sie erzählten, dass mitten im Wald ein verlassenes Haus war. Den Gerüchten zufolge wurde dieses Haus aus Blut von den Menschen gestrichen, die sich im Wald verirrten. Nun war es zu einer seltsamen und verrosteten Farbe ausgetrocknet. Da ich selbst keine Beklemmungen gesehen hatte, war ich ziemlich skeptisch. Ich dachte nicht darüber nach und machte mich auf den Weg in den Wald. Das Einzige, was ich über diesen Wald sagen konnte, war, dass er unheimlich ruhig wirkte. Es war kein einziges Geräusch zu hören, kein Rascheln von Blättern, kein Laut der warmen Brise, nichts. Nur mein Atem und meine Schritte. Rückblickend betrachtet, hätte ich mich umdrehen und gehen sollen, aber ich tat es nicht. Als ich die Mitte des Waldes erreichte, sah ich dieses berüchtigte Haus. Als ich näher zum Haus kam, sah ich eine alte Frau, die mich durch das Fenster ansah. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich sie fast nicht gesehen hätte. Sie lächelte mich an, also lächelte ich höflich zurück. Sobald ich nach unten schaute und mich umdrehte, um nach Hause zu gehen, kam sie augenblicklich heraus und bat mich, mit ihr Tee zu trinken und hausgemachte Kekse zu essen. Ich lehnte höflich ab, weil ich nicht wusste, wie lange die Sonne scheinen würde. Außerdem musste ich pünktlich nach Hause, aber sie akzeptierte kein Nein als eine Antwort. Sie sagte, sie habe selten jemanden so weit in den Wald kommen sehen. Sie wollte diesen Augenblick festhalten. Sie bestand darauf. Ich konnte nicht Nein sagen, aus der Angst, eine alte Frau zu beleidigen. Es war nicht gerade männlich, aber ich war noch nie sonderlich stark gewesen. Ihr Haus war klein, aber sehr ordentlich und gepflegt. Sie machte für uns beide Kräutertee und stellte ein Tablett mit frisch gebackenen Keksen auf dem Kaffeetisch. Wir fingen an zu reden und machten schnell eine Bekanntschaft miteinander. Alle Informationen, die ich sammeln konnte, waren, dass sie allein in diesem kleinen Haus, mitten im Nirgendwo lebte und nie in die Stadt ging. Sie sagte, niemand habe sie jemals eingeladen und sie könne niemals ungebeten in die Stadt gehen. Sie schien über das Thema ziemlich deprimiert zu sein, also fragte ich nicht, warum das so war. Sie stellte mir viele Fragen über die Stadt, wie es sich in den letzten 70 Jahren verändert hatte und wie es jetzt aussah. Es gab einen seltsamen Funken der Freude in ihren Augen, als ich ihr erzählte, wie die Stadt heute aussah. Ich fühlte mich schlecht für diese alte Frau, also lud ich sie ein und bat sie, in mein Haus zum Abendessen zu kommen, wann immer sie in der Stadt war. Sie war sehr begeistert von der Einladung und freute sich riesig. Ich hatte angefangen zu verstehen, warum niemand sich die Mühe machte, sie einzuladen. Die Art, wie sie aussah und wie sie sprach, war ziemlich seltsam. Es war eine 80-jährige, faltige und grauhaarige Frau. Sie hatte 2 verschiedenfarbige Augen. Eines war hellgelb,
So gelb, dass man ihr linkes Auge sogar in der Dunkelheit hätte sehen können. Das andere war hellblau. Sie hatte lange, graue Haare mit ein paar schwarzen Strähnen. Um ehrlich zu sein, sah sie aus, als hätte sie sich nie um ihr Äußeres gekümmert. Ihre Nägel waren lang, ihre Haare zersaust, ihre Kleidung zerrissen. Abgesehen von ihrem Aussehen, sprach sie auf eine sehr seltsame Art und Weise. Wenn sie sprach, sagte sie oft versehentlich Wörter in anderen Sprachen, um sich dann leise dafür zu entschuldigen. Ihre Stimme klang sehr alt. So eine Stimme hatte ich in meinem Leben noch nie zuvor gehört. Bald wurde es dunkel und ich verabschiedete mich und wollte gehen, als sie mich dreimal darum bat, des Öfteren in den Wald zu kommen. Ich sagte, dass es mir ein Vergnügen wäre und machte mich auf den Weg nach Hause. Dort wusste ich allerdings noch nicht, dass das Vergnügen bald zu einem meiner schlimmsten Albträume werden würde. In dieser Nacht träumte ich von dieser Frau. Sie dankte mir, dass ich sie in mein Haus hereingelassen hatte. Sie umarmte mich und ich konnte fühlen, wie sich ihre langen Nägel in meinen Rücken bohrten. Als ich am nächsten Tag aufwachte, bemerkte ich Kratzspuren auf meinem Rücken. Genau dort, wo ich ihre Nägel fühlte. Dieses Ereignis brachte mich ein wenig aus dem Konzept, aber nicht in einem Ausmaß, in dem ich aufhören würde zu schlafen. Ich träumte jede Nacht von ihr und wachte mit einem neuen blauen Fleck auf. Es kam zu einem Punkt, an dem ich nicht mehr aus meinem Zimmer gehen konnte, ohne mich von Kopf bis Fuß zu bedecken. Aber das hatte sich eines Nachts geändert. Diesmal verlief der Traum anders. Sie hatte einen Eimer in der Hand und beklagte sich, wie alt das Haus aussah. Sie sagte, sie müsse das Haus streichen. Sie kam immer wieder näher und ich konnte mich nicht bewegen. Je näher sie kam, desto schneller schlug mein Herz. Dann zog sie ein Messer aus dem Eimer und schnitt meinen großen Zeh ab. Sie stellte den Eimer unter meine Füße und ich konnte sehen, wie das Blut in diesen verdammten Eimer lief. Egal wie sehr ich versuchte zu schreien, zu rennen, sie wegzustoßen, ich konnte es nicht. Ich wachte auf und stellte fest, dass mein großer Zeh verschwunden war. Das war der Tag, an dem ich beschlossen habe, aufzugeben. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Aber ich bin ein Mensch mit Fehlern und Bedürfnissen. Ich würde unabsichtlich einschlafen und ich würde sie wiedersehen. Genau so nahm sie jedes Mal ein Stück von mir mit, wenn ich einschlief. Gestern Abend hat sie mir einen Finger von der linken Hand abgeschnitten. Die Ärzte sagen, dass ich völlig den Verstand verloren hatte. Ich hätte mir das selbst angetan. Wie konnte ich auch ihnen sagen, dass es diese schreckliche Frau war, die mir das antat? Wenn ich ihnen das erzählen würde, würden sie ohne Zweifel denken, dass ich verrückt geworden war. Sie haben mir Beruhigungsmittel gegeben und ich weiß nicht, wie lange ich noch wach bleiben kann. Ich habe das starke Gefühl, dass sie immer wieder kommen und mir etwas antun wird. Ich hoffe, dass diese Geschichte von mehreren Menschen gehört wird. Macht bitte nicht den Fehler, in einen verlassenen und spukenden Wald zu gehen oder mit einer alten und gruseligen Frau zu sprechen. Tut mir den Gefallen und meidet Spaziergänge in einen Wald. Es ist besser, sich das Leben zu nehmen, als die Folter zu ertragen, die ich durchgemacht habe. Es war kein Traum. Sie schien jede Nacht in mein Zimmer zu kommen und mir diese Dinge anzutun. Scheinbar glaubte ich die ganze Zeit, dass das alles ein Traum war, aber es war es nicht. Ich bin einfach nur müde und meine Augen fallen immer wieder zu.